Herzlich willkommen bei Canisius TV, heute mit einer weiteren Ausgabe von Kurz und Bündig. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, meldet die Apostelgeschichte, da standen zwei weiß gekleidete Männer dort und versicherten den Aposteln, dieser Jesus, den ihr eben habt in den Himmel auffahren sehen, wird wiederkommen. Unsere Frage heute, wann und wie kommt Jesus wieder? Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, glauben Sie an die Wiederkunft Christi? Glauben Sie daran, dass diese Welt womöglich sogar bald zu Ende geht? Dass der Vorhang fällt, endgültig fällt und das Weltendrama zu Ende gespielt ist. Ein für alle Mal. Drei Punkte zu diesem Thema. Erstens, unliebsamer Besuch. Folgende Geschichte, die kann vielleicht die bei uns umherschwirrenden Einstellungen in Sachen Wiederkunft Jesu Christi veranschaulichen. Da ist ein Einbrecher in einer Wohnung zugange. Alles war dunkel, nur ein Lichtkegel erhellt den Raum etwas, um dem Einbrecher Licht für sein übles Werk zu geben. Und er ist so zugange und plötzlich hört er eine Stimme: Jesus sieht dich. Der Einbrecher ist schockiert. Traut sich nicht umzusehen. Da kommt wieder die Stimme: Jesus sieht dich. Es hilft ja nichts, jetzt dreht er sich trotzdem um und dann sieht er ein Papagei in seinem Käfig. Ja? Und er sagt: Ach Gott, du dummer Papagei, hast du mir jetzt einen Schrecken eingejagt? Jesus wird mich nicht erwischen. Und dann dreht er sich wieder um und will sein Werk fortsetzen. Da steht vor ihm ein zähnefletschender, riesengroßer Dobermann, ein Riesenexemplar von Hund, und das bedroht ihn. Und dann krächzt der Papagei von hinten: Fass ihn, Jesus. Wir sind bei unserem zweiten Punkt. Zwei unliebsame Jesusbilder. In unserer Geschichte, da stecken zwei Vorstellungen von der Wiederkunft Jesu Christi drin. Da ist zum einen ein harmloser, bis zur Unkenntlichkeit verspiritualisierter Jesus, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Leeres Papageiengeschwätz, seit Jahrhunderten wiederholt, von den Pfarrern nachgeplappert und nachgerattert, aber dadurch wird es natürlich auch nicht wahrer. Das nimmt keiner mehr ernst, das ist bestenfalls erschrickt man kurz, wie in der Geschichte, und dann geht's weiter mit den Trieben und Umtrieben, die wir so anstellen auf dieser Welt. Und vermutlich ist diese Softie-Jesus-Vorstellung vom wiederkommenden Christus heute die Mehrheitsmeinung, und zwar selbst unter den Christen. Die Pfarrer reden zwar davon, müssen sie ja auch, von der Wiederkunft Christi. Man betet es letztlich auch selber im Credo, aber letztlich weiß man doch, leeres Papageiengeschwätz. Und selbst wenn, dann kommt er halt in tausend oder Millionen Jahren, dann bin ich ja längst weg vom Globus. Die zweite Vorstellung ist Jesus, der grausame Kampfhund Gottes, ja, der jetzt schon an der Kette zerrt, wann er denn endlich zuschlagen darf, wann er endlich losgelassen wird, dass er mit Wonne und Freude das Gericht vollzieht, unbarmherzig, vom Triumphgefühl schon mal die Zähne fletschen. Manchmal sind es ältere Menschen, die vor diesem Jesus zittern. Gnadenlos wird dieser Jesus eins zupacken. Eiskalte Rechnung, Strafe, Hölle. Ja, früher dürfte es viele Menschen gegeben haben,
denen man mit so einem Jesus auch Angst machen konnte. Martin Luther zum Beispiel, der hatte vor so einem Jesus Angst, aber heute scheint mir das eher eine Karikatur zu sein. Und ein drittes und letztes, weder Naherwartung noch Nichterwartung. Ja, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Tatsache ist, dass die Geschehnisse um Tod und Auferstehung Jesu auf die Zeugen damals eine solche Wucht hatten, ja, eine solche Kraft hatten, ja, dass die überzeugt waren, also jetzt kann das nicht mehr lange dauern, bis der Vorhang fällt. Das Ende ist mit der Auferstehung Jesu, ist das Ende eingeläutet. Ja? Jetzt geht's los und das kann nicht mehr lange dauern. Es gab aber auch andere Erinnerungen der Jünger, die sich dann letztlich mehr bewahrheitet haben. Nach diesen Erinnerungen würden die Jünger in die ganze Welt hinausgehen, würden in jede Winkel und jede Ritze dieser Erde kommen und dort das Evangelium allen Menschen verkünden. Und diese Stellen, die auf Worte Jesu selber zurückgehen, die machen eigentlich nicht den Eindruck, dass der Laden hier jetzt in baldiger Zeit hier abgepfiffen wird. Ja? Aber diese Spekulationen, die sind so oder so müßig. Es geht nicht um eine Naherwartung, wie sie gewisse Gruppen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, regelmäßig herbeiorakeln. Ja? Es geht natürlich auch nicht um eine Nichterwartung, wie sie der Zeitgeist zu favorisieren scheint, sondern es geht um eine Stetserwartung. Dass ich mein Leben so führe, dass Jesus jederzeit unangemeldet kommen kann. Und ich dann nicht sagen muss, oh Jesus, du hier, habe ich gar nicht damit gerechnet, bin gar nicht auf dich vorbereitet. Wie kann diese Stetserwartung aussehen? Mit einer Geschichte habe ich begonnen, mit einer Geschichte möchte ich heute auch enden. Diese Geschichte spielt im jetzt vorletzten Jahrhundert in den USA. Dort war eine Parlamentssitzung und während dieser Sitzung, da trat eine Sonnenfinsternis ein, wie man hinterher dann festgestellt hat. Es trat eine Sonnenfinsternis ein und die Abgeordneten, die sind natürlich zum Fenster gerannt und haben jetzt das Allerschlimmste befürchtet. Da hat der Parlamentspräsident mit seinem Hämmerchen auf den Tisch geklopft und hat die Herren und Damen zur Ordnung gerufen und gesagt, meine Herren Abgeordneten, es gibt nur zwei Möglichkeiten mit dem gleichen Resultat. Entweder unser Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit vorfinden, oder er kommt nicht, dann gibt es keinen Grund, die Arbeit zu unterbrechen. Ich bete. Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen, um diese Welt zu vollenden. Wir bitten dich für alle Menschen, die Ausschau halten nach dem großen Knall in ihrem Leben und dabei vergessen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, selbst Hand anzulegen. Lass uns unseren Aufgaben in Kirche und Welt mit Eifer nachkommen. Für die Christen bewahre sie vor untätiger, lähmender Angst vor dem Ende ihres Lebens oder dem Ende dieser Welt. Lass uns das Evangelium allen Menschen verkünden. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Sterbenden, deren Welt nun zu Ende geht und die sich der Begegnung mit dir nähern, stärk in ihnen das Vertrauen in deine Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, bewahre uns vor lähmender Naherwartung und Nichterwartung gleichermaßen.
Lass uns für dein Reich wirken und tätig sein, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Ja, was wartet jetzt auf Sie heute an diesem Tag? Statistisch ist es zugegebenermaßen unwahrscheinlich, dass der Herr bei seiner Wiederkunft Sie unterbrechen wird. Aber falls er käme, sollten wir alle bereit sein. Es segne Sie, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Tschüss, bis morgen, allzeit bereit.